Großes Premierenfeeling in Frankfurt. Die Eintracht-Familie versammelt, um den größten Erfolg der Eintracht nach 42 Jahren noch einmal mitzuerleben. Mannschaft und Trainer natürlich auch. Ich bin stolz, dann Trainer von so einer Mannschaft zu sein und ja, der Film war eigentlich wieder mal der Beweis dafür. Der Film zeigt alle Höhen und Tiefen dieser unglaublichen Reise. Das waren keine berauschenden Fußballspiele, die wir abgeliefert haben. Für die Fans würdest du immer dein Herz zerreißen. Das hat sich so groß entwickelt, dass es am Ende so war, dass man das Gefühl hatte und das auch gelebt hat jeder, wir können jeden schlagen. Und das hat sich so weit gezogen, dass, glaube ich, spätestens nach dem Sieg in Barcelona im Camp Nou auch jeder für möglich gehalten hat, dass wir den Titel holen. Und dann kann man sehen, was so ein Glaube und so ein Selbstbewusstsein, was man dann entwickelt, bewirken kann. Das hier hat Barca noch nie erlebt. Natürlich emotional, aber auch unfassbar schön, die Bilder wiederzusehen. Immer dann, wenn es vielleicht die Dinge ein bisschen ruckeln, den Film anschauen, es gibt genug Energie. Das bleibt und das kann man sich sein Leben lang, glaube ich, immer mal wieder angucken und sich zurückerinnern an diese schöne Zeit. Das Schönste ist dann, mit seinen Freunden gemeinsam zu feiern. Mit dem Höhepunkt der Party auf dem Frankfurter Römer. Wir haben gemerkt, wie glücklich wir als Mannschaft und wir mit dem Verein so viele Menschen gemacht haben. Und das ist dann so, wo wir wieder nach Frankfurt gekommen sind, aufeinander geprallt. Und das war ein unvergesslicher Tag, glaube ich, für jeden, der dabei war. Einfach zurücklehnen und die Emotionen genießen. Für mich jetzt so in der Aufarbeitung oder von dem Europa-League-Sieg war das heute so fast die schönsten 2 Stunden. Ein besonderes Erlebnis für alle. Etwa 500 geladene Gäste durften bei der Premiere dabei sein. Am 23. März kommt der Film dann deutschlandweit in die Kinos.